Schauen wir mal rein, was es da schon wieder Neues gibt. Eieieieiei. Ihr seid die Geilsten, das muss ich einfach mal loswerden. Denn mein letztes News-Video, welches ich gedreht habe, ist wirklich insane bei euch angekommen. Deshalb habe ich das auch einfach mal zum Anlass genommen, ein weiteres solches Video zu drehen, wo ich über aktuelle Themen spreche. Und glaubt mir, heute wird es mal wieder äußerst schwierig, also die Schmerzen sind vorprogrammiert. Neben Leroy, der mal wieder von einem Gast kritisiert wurde und da wieder neue Details ans Licht kamen, gibt es jetzt auch wieder Neuigkeiten über Dominik Greger. Das ist der Typ aus meinem letzten Video und außerdem hat Dekadent eine ziemlich respektvolle und dämliche Reaction auf mein Video gemacht. All das. Wow, das klingt ja mal spannend. Okay, es gibt eine Reaction. Und mehr schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Das riecht nach Beef. Los geht's. Vielleicht kennen einige genau diesen Typen hier. Das ist Letremba von TikTok und der Typ hat eine Beinverlängerungs-OP in der Türkei machen lassen. Okay. Weiß ich nicht mal selbst. Was ich echt schwierig finde und das kann man durchaus kritisieren, aber na gut. Ich habe zu ihm auch schon ein Video im Zusammenhang mit Leroy gemacht. Dort konnte man erkennen, dass Leroy ihn hin und wieder falsch dargestellt hatte. Zumindest laut den Aussagen von Letremba. So blendete Leroy beispielsweise. Also wenn man halt extrem kurze Beine hat, ne, so untersetzt irgendwie aussieht, vielleicht, ja, vielleicht hätte man da irgendwie Bock. Wir gucken gerade Alpha Kevin, Leroys Gast packt über Leroy aus, Dekadenz, schlechtes Verhalten, gucken so ein Video-Update. Einfach, keine Ahnung, manchmal interessiert mich der Scheiß halt. Ne? Mich interessiert manchmal, was in dieser YouTube- und Twitch-Welt gerade so abgeht. Beispielsweise Bilder von früher ein und dazu, als ob... Außerdem, es geht um Dekadent, das wird interessant, was der mal wieder rausgehauen hat. ...dass aktuelle Bilder oder Videos wären. Aber die Sachen, die in dem Video passiert sind, sind einfach nicht in Ordnung. Er hat ein Video eingeblendet und gesagt, ja, so wie du läufst, glaube ich auch. Alles schön und gut. Aber das Video, wo er einblendet, ist einfach das Video, wo entstanden ist, ein Monat nach Anbringung dieser Fixateure, ja. Das war wirklich eines meiner ersten Videos. Und ich bin da ohne Krücken, ohne Walker gelaufen, das erstmal frei. Dieses Video hat er benutzt, 6 Monate später und sagt, ja, so laufe ich zurzeit. Also das steht... Ja, das war direkt nach der OP. Ja, guck mal, wie bin. Hätte man eigentlich dann zu Leroy sagen können, ja, wenigstens kann ich laufen, das wäre schon geschmacklos gewesen, ne? Aber vielleicht hätte das dann Leroy verdient gehabt. Steht halt jetzt nicht wirklich für eine gute Transparenz. Natürlich kann man und sollte man solche OPs kritisieren, weil das meiner Meinung nach wirklich ausschließlich dumm ist. Ja, wenn du klein bist, bist du halt klein, aber meine Güte, versau dir doch nicht deine Beine, nur weil du größer sein möchtest. Aber wenn man so eine... Also bei mir liegt es auch nicht an den Beinen, sondern glaube ich eher am kurzen Oberkörper. Die Beine sind eigentlich normal, also mindestens normal lang, eher sogar ein bisschen länger bei mir. Also ich habe zwar, ne, ich habe zwar hier Oberkörper, ne, so Bauch. Aber der ist eigentlich eher ein bisschen kurz. Ne? So. Also die Beine sind es bei mir tatsächlich nicht. Die sind gar nicht zu kurz. Also ich bräuchte quasi eine Oberkörperverlängerung. Den Gast ja extra für sein Format einlädt, dann sollte man auch fair bleiben. Und das war Leroy, laut den Aussagen von Letremba, nicht... Fairness ist so ein Thema. Ich weiß nicht, wie du zum Thema Fairness stehst. Ich halte da nicht viel von. Das könnte vielleicht so ein Leroy-Ausspruch sein. Wirklich. Jetzt geht es aber noch weiter, denn dieser TikToker Letremba hat sich vor kurzem ebenfalls nochmal zu Leroy geäußert und auch zu der Einladung an sich und zeigte auf, dass er weder Gage noch Fahrtkosten gestellt bekommen hat. Zumindest am Anfang. Was übrigens echt weird ist, denn ich wurde auch schon mal von Funk eingeladen, habe dort auch mit teilgenommen und dort bekam... Ach, sogar mit Dingens, mit, oh. Hab ich nicht gar nicht, dort bekam ich auch Fahrtkosten und ich bekam sogar eine Übernachtungsmöglichkeit. Aber gut, das ist nur meine Erfahrung mit Funk im April gewesen. Letremba schilderte seine Situation aber so hier. Ich hab erst eine Reaction über ihn gemacht, die gut war. Du hast eine interessante Geschichte, die vielleicht kritisch anzusehen ist. Du bist von Leroy eingeladen, geh nicht hin, du wirst es bereuen, glaub mir. Du hast nichts davon, das Leben ist ein Geben und Nehmen, aber Leroy nimmt nur und du kannst nicht. Klänger, alles am Anfang mit dieser E-Mail. Ich wurde eingeladen, bei Leroy mitzumachen. Im ersten Moment echt sehr, sehr überrascht und dachte mir so, krass, das ist für mich eine Ehre, dabei zu sein. War alles gebombt und es stand fest, wann und wo und alle anderen. Trotzdem diese Plattform TikTok irgendwie, die macht mich einfach nicht an. Andere Sachen auch, bis auf das Finanzielle. Denn sie hatte mir gesagt, ey, der Dreh ist in Köln. Du müsstest halt nach Köln kommen. Und sie hat mir dann am Telefon gesagt, ja, generell keiner kriegt bei Leroy eine Gage. Kein alter Mann, keine junge Frau, egal. Ich glaube, ich mache Mittagsschlaf.
Jetzt wär's schon Nachmittagsschlaf, aber ja, gönn dir. Was für eine Geschichte. Ich dachte, okay. Auch Fahrtkosten würden sie nicht übernehmen. Also imagine, du lädst jemanden zu dir ein, damit du finanziell profitierst und dann übernimmst du noch nicht einmal die Fahrtkosten des Gastes. Also eine... Ja gut, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich würde einfach da nicht mehr hingehen oder einfach sagen, ist halt scheiße bei dem. Eine praktische Win-Lose-Situation. Denn davon profitiert ja ausschließlich Leroy und sonst niemand anderes. Zumindest denke ich das jetzt einfach mal. Außer, dass der Gast vielleicht gegebenenfalls mehr Reichweite bekommt. Aber die Voraussetzung ist ja, dass diese Person im Internet präsent ist. Und nicht jeder von Leroys Gästen hat einen YouTube-Account oder einen TikTok-Account, den man pushen könnte. Aber so wie das Letremba gesagt hat, ist das schon äußerst komisch. Denn stellt euch mal vor, das wäre auch bei dieser Oma Ingrid der Fall gewesen, dass sie die ganzen Kosten übernehmen musste, um zu Leroy zu gehen. Also ich meine Ingrid. Ja, gut, ich kann jetzt nicht so, ich kann nicht so viel zu Leroy sagen, ne? Aber ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass es dem größtenteils ums Geld zählen geht, ne? Wie es halt vielen geht in der Branche, kann man so sagen. Mein, das Konzept, weiß ich nicht, das Konzept finde ich ja eh ein bisschen fragwürdig, so Moderator, der halt sehr, sag ich mal, sehr viele offene Fragen irgendwie mal stellt, ne, aber ich meine, ich erwarte nicht von Journalisten, dass er ständig hier mit seinem Haltungsjournalismus ankommt, aber so absolut null irgendwie mal irgendwie, also wenn da irgendwelche Sodomisten, also im Sinne von welche Leute, die was mit Tieren haben, ne, ich will jetzt hier nicht, ne, über andere sexuelle Praktiken reden, das meine ich gar nicht, sondern aber, dass er da nicht mal irgendwie mal einwirkt, vor allem zweimal den gleichen Typ noch reinlädt, schon ein bisschen komisch. Das war die Frau, die von Altersarmut betroffen ist. Ich hoffe, dass wenigstens dort die Fahrtkosten und auch Übernachtungsmöglichkeiten angeboten wurden. Alles an. Du bist von Altersarmut betroffen. Du musstest einen weiten Weg hierher machen. Also du, wie weit bist du gefahren? Ja, 4 Stunden. Ja, konntest du das bezahlen? Ich habe gedacht, ja, nur du bist ja in einer schweren Situation, also es war sicherlich nicht leicht, hierher zu kommen. Ja, ich habe ja eigentlich gedacht, dass ich, da sieht man halt mal, es ist nicht einfach, ne, wenn man auch mal hier Geld ausgeben muss für mein Programm hier. Ich stelle mir gerade so mein Lieber vor, wie er so ganz so einfach so drüber redet, so mit so einem leichten sozialen Touch, ne? Aber sie muss trotzdem alles bezahlen. Der tut das so oft betroffen, so. Ja, da sieht man eben, dass es in Deutschland auch Menschen gibt, die ganz profane Probleme haben. Aber ich mach Klicks, verdiene Geld. Andere wäre meines Erachtens nach auch unglaublich dreist. Aber ich weiß jetzt nicht, wie hierbei mit ihr umgegangen wurde. Und da ich es von Funk auch anders kenne, verwundert mich das schon ein Stück, dass sie ganz ohne Bezahlung genau in diesem Fall arbeiten. Er ist sehr persönlich. Ja, immer den Anschein geben, man wäre angeblich so links und so, ne, und so, so modern, ne? So nix kommt, nix, gell, Obi? Nein, aber das ist so, ich glaube, das ist halt wieder, was die Leute nicht raffen, ne? Die denken halt immer noch, dass wie Funk oder die Öffentlich-Rechtlichen so wirklich links sind, ne? Die geben sich halt maximal den Anschein von Kultur oder links oder irgendwie sowas in der Richtung halt. Die machen halt so ein bisschen auf modern und aufgeklärt und ein bisschen Multikulti-Touch halt. Aber es ist halt, ich habe ja neulich gesagt, ich präge einen neuen Begriff, ne? Ich nenne es Redwashing, was Funk und die Öffis teilweise machen. Ich bin ja nicht grundsätzlich gegen die, aber die machen schon viel Redwashing. Ne, ist doch geil, ne? Passt doch. Es gibt Greenwashing, es gibt auch Redwashing. Und die machen viel Redwashing. Überhaupt ist das, ich glaube, das ist eines der größten Dinge heutzutage, die es so gibt, dieses Redwashing. Also sich immer den Anschein von sozial und bekümmert zu geben, so, dass man sagt so, ah ja, du hast ein schweres Schicksal, so und so. Aber das ist so, das glaube ich auch wieder aus den USA importiert. So dieses schlechte Gewissen haben und einen auf betroffen machen, aber eigentlich gar nichts ändern wollen. So eigentlich nur sagen, man hört die, lässt die Leute reden, man menschelt ein bisschen, aber es bleibt alles wie vorher, so. Das ist halt so dieses, ne, ja, das Alibi-mäßige halt, ne. Ja, ist schon schlimm, ja, die Situation, ja. Ja. Wenn sie tanzt, ist sie woanders. Er ist nicht neutral, er will nicht so über meine Geschichte sprechen, sondern mehr so mich, mehr mir so einen Anschiss geben dafür, dass ich das gemacht habe.
dachte mir dann im Gespräch irgendwann nur noch, ich habe auch auf den Boden geguckt, ja, was machst du jetzt? Stehst du auf, schreist ihn an und gehst? Wäre mal gar nicht schlecht, ne? Machst du das Spiel einfach mit und schaust mal, wie es wird? Was machst du jetzt? Ich habe mich dann dafür entschieden, okay. Hätte er doch zu Leo gesagt, hey, Leo, steh du gefälligst auch auf. Oh Gott, ey, das kann man nicht bringen. Komm mal mit zum Spielen und schließlich bin ich extra einen langen Weg gefahren. Aber wenn Leo so arbeitet, denkt man manchmal schon so, dass er mal auch wie mal einen abkriegt, ne? Aber natürlich ist es ja schlimm, dass er im Rollstuhl sitzt, aber es ist halt so, wenn jemand halt sich so verhält, ne? Was ist denn ein Asperger-Stream? Ein Mensch, der Asperger-Syndrom hat. Und das habe ich anscheinend. Aber es gibt schlimmere Fälle wie mich. Aber ich habe das tatsächlich vom Uniklinikum bestätigt. Ich kann ja auch nochmal 5 Diagnosen holen. Also ich hatte eh schon nichts davon, aber wenigstens, dass dieses YouTube-Video online kommt. Also ich gehöre ab... Wir sprechen ab 2024 davon, nur noch von Autismus-Spektrum. Also ich habe eine gewisse Form von Autismus. Es gibt aber härtere Fälle als mich. Sollte davon erfahren, dachte ich. Merkt man ja, ne? Ich kann ja ein bisschen sozial interagieren. Du bist da, komm, wir gehen hier hin, wir drehen, zack, Gespräch fertig, ab nach Hause, tschüss, alles gut, arrivederci. Ich musste einfach später, nachdem ich bei Leroy war, so ein Selfie-Video posten und einfach sagen, wie ich die Zusammenarbeit mit ihm fand, wie ich generell den Umgang auch empfunden habe für mich. Gleichgültig. Lauter solche Sachen und auf dieses Video. Nein, also ich sag mal, Redwashing gleichgültig, so ein bisschen auf sozial, so, ja. Du bist auch ein Mensch, der eben interessantes Leben führt. Was hast du so für Probleme? Ja, das sind folgende. So. Mhm. Und was? Ja, interessiert mich nicht. Video wird er sich safe berufen und sagen, also, wenn er bei diesem Statement auch auf mein Video auf TikTok ja drauf eingeht und generell auf mich eingeht, dann wird er safe dieses Video bringen und sagen, hey, du hast doch gesagt, du fandest alles super. Wo ist das Problem? Du lügst. Deswegen, Julia, bevor du da irgendwas jetzt hier machst, ne, ich bin vorbereitet. Leg dich nicht mit jemand anderem, der eine Beinverlängerung gemacht hat. Deswegen so. Ich bin kein Lügner. Leg dich nicht mit jemand an, der eine Beinverlängerung gemacht hat. Das ist aber ein geiles Argument. Das ist ein geiles Argument. Vor allem noch zu mir. Leg dich nicht mit jemandem an, der eine Beinverlängerung gemacht hat. Kann ich das? Das muss ich nochmal hören. Das ist richtig geil. Das muss ich nochmal hören, das ist super. Bevor du da irgendwas jetzt hier machst, ne, ich bin vorbereitet. Leg dich nicht mit jemand anderem in Beinverlängerung gemacht hat, deswegen. Das ist geil! Das traue ich auch. Also, ey, ich muss längst echt eine Liste anfertigen von Sounds, die ich haben will. Das will ich haben, ey. Das ist gut. Leg dich nicht mit jemand an, der eine Beinverlängerung gemacht hat. Das gefällt mir. Das ist super. Komm du erstmal in mein Alter hier und mach eine Beinverlängerung, du Penner. Ich hab mich selbstständig gemacht, ich hab mich selber operiert. Ich bin kein Lügner, ich bin fair, ich bin ehrlich, aber wer mir ans Bein pisst, dann pisse ich auch ans Bein zurück. Also wir können gespannt sein, wie Leroy's Statement sein wird, ob er ehrlich auf die Egal. Punkte eingeht und die Kritik auch annimmt oder ob er zurückshooten wird. Zumindest sieht es jetzt gar nicht mal so gut für ihn aus und es ist ein weiterer Kritikpunkt am Laufen. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Ich denke, das wird auf jeden Fall kein gutes Statement, aber man kann ja einfach mal hoffen. Jetzt wisst ihr aber schon mal, dass der Tremper auch was zu der ganzen Thematik rund um Leroy zu sagen hat und dass Leroy der wahrscheinlich nicht wohlgesonnene Gönner ist, sondern die Gäste laut Letrempers Aussagen einfach auf ihren Kosten da sitzen bleiben. Das ist schon ziemlich komisch. Mein letztes Video ging darüber, dass Gurkensohn wahrscheinlich, zumindest sieht er so von außen aus, seinen Instagram-Account an Dominik Kreger verkauft hat. Das ist ein Online-Coach, der ziemlich unangenehm wirkt, wenn ihr mich fragt. Wenn ihr... Reicht da schon das Bild aus, oder wie? Euch also einfach mal komplett wegcringen wollt, dann empfehle ich euch mein letztes Video. Dort habe ich vieles aufgezeigt. Die Aussagen waren so typisches E-Commerce-Coach-Gelaber. Natürlich gibt es auch E-Commerce-Coaches. Ja, mal was ganz Neues, ne? Coaches, die seriös sind und auch wirklich was in der Birne haben. Aber bei Dominik Kreger wirkte es halt eher weniger so. Sei es aber drum. Denn mir haben mehrere Leute geschrieben, unter anderem auch ein großer YouTuber, den ihr alle feiert. Und dieser hat mir mitgeteilt, dass Dominik Kreger noch einen zweiten Kanal hat, der sich Dominik Poficke nennen. Und nein, das ist kein Kanal im französischen Stil, denn übersetzt heißt das einfach Pofisch und das ergibt gar keinen Sinn. Der Typ trollt.
diesem Namen nur, um halt möglichst groß zu polarisieren bzw. auch zu provozieren. Und anhand der Autos sowie der Stimme erkennt man eindeutig, dass es sich um Dominik Krieger handelt. Und da schauen wir doch einfach mal rein, wie provokant und ziemlich unangenehm der Typ in seinen Videos wirkt. Ja, was gibt's Neues bei Domi Puffigel? Ja, Domi Puffigel hat sich von seiner Freundin mal getrennt, dann war er mal verliebt, dann gab's hier ein bisschen Kummer, hier und da ein paar Sorgen, aber wie ihr seht, am Ende bleiben wir übrig, bleibt da ein... Ja klar, bis ans Stauende fährt, ne? ...übrig, bleiben die PS übrig, bleibt die brachiale Gewalt übrig und das ist doch das, woran... Oh Gott, das... Okay, also ich sehe es auch so, also... kaum zu ertragen. Aufs Ankommen. Ja, natürlich kommt es darauf an. Es gibt wirklich nichts Besseres als ein Auto mit viel PS. Mehr braucht ein menschliches Wesen for real auch nicht. Also damals die Neandertaler hatten auch alle eine Mercedes-AMG, weil das war das Einzige, womit sie überleben konnten. Also scheiß mal auf Freunde, auf Beziehungen, auf soziale Kontakte. Hauptsache, der Mercedes fährt noch. Weiß nicht, vielleicht hat er auch recht damit. Ich habe kein Mercedes. Ich weiß nicht, wie es ist, einen Mercedes zu haben. Vielleicht ist das ja so geil, dass man auf einmal sagt so, das ist mein Leben. Mein Leben und mein Mercedes. By the way, ist sein gesamter Kanal so unendlich cringe, dass das ein eigenes Video verdient hätte und ich hätte auch noch so viel mehr zu erzählen über diesen Typen. Deshalb halte ich mir das Video warm, da gibt es nämlich noch so einiges zu erzählen. Das aber nur okay. So als kleines Update zu meinem letzten Video. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein auf die Zukunft. Vielleicht mache ich dazu noch ein Video. Es steht aber trotzdem noch in den Sternen. Dekadent hat eine Reaction zu mir gemacht, welche wirklich an Bodenlosigkeit nicht zu überbieten war. Jetzt wird's spannend. Gibt's da Beef oder löst sich das wieder alles im Nichts auf? Eigentlich das Wort Bodenlosigkeit? Ich glaube nicht, ne? Naja, egal. Bodenlosigkeit doch. Wenn was bodenlos ist, dann gibt's auch die Bodenlosigkeit. Eigentlich nur Substantiv dafür. Die Bodenlosigkeit einer Person. Dieser Mensch ist bodenlos. Seine Bodenlosigkeit kann man so machen. Ich dachte ich mir, dass Dekadent gegen... Man kann ja im Deutschen Wörter auch kreieren. Das ist ja das Schöne an unserer Sprache. Man kann ja einfach mal so ein Wort nach dem anderen dran setzen, dann hat man halt ein neues. Ich finde, Bodenlosigkeit hat eine gute Zukunft. Mir ziemlich fair eingestellt sein. Jedoch sah das in seiner Reaction auf mein Video zur Sexualisierung von Twitch ziemlich anders aus. So ging er nämlich folgendermaßen schon in die Reaction rein, ohne mein Video überhaupt schon gesehen zu haben. Also der hat den Titel gesehen und hat folgendes gesagt. Wie sich... Ach, Alpha Kevin, mal ganz ehrlich, Alpha Kevin, das ist ja auch wieder so einer, der sich dieser totalen rechten Bubble auch inzwischen da angenähert hat. Also, das werde ich mal vorher was sagen. Also, den kann man ja inzwischen noch total vergessen, ja? Irgendwelche linken Idioten darüber aufregen, dass Nazis Livestreams veranstalten, dass Menschenfeindlichkeit verbreitet wird, dass... Karl, also in einem Punkt sind wir uns ja vielleicht irgendwo einig oder ähnlich. Du bist selber menschenfeindlich. Kommt darauf nur an, welche Menschen, ne? So, aber es würde halt wahrscheinlich sagen, ja, so Faschisten und so weiter, ne? Aber weiß ich nicht, ob es nur die sind, ne? Ich finde sowieso dieses Wort Menschenfeindlichkeit, das ist, ich glaube, Michel Friedmann sagt das ja auch immer so extrem, so dieses Menschenfeindlichkeit, ja, aber ich sage es mal so, nehmen wir mal das Wort Menschenverachtung, ja, was soll man sonst bald verachten? Also, natürlich verachtet man manchmal Menschen, aber man muss daraus halt keine politische Ideologie gleich machen, das kann ganz persönlich sein. Man verachtet manchmal gewisse Menschen, man muss sie aber dann trotzdem nicht bis zum Tod verfolgen oder was auch immer. Und irgendwelche Dinge planen, die irgendwie zu erledigen. Man kann sie halt einfach verachten und mit ihnen nichts zu tun haben. Zum Beispiel Karl. Transfeindlichkeit verbreitet wird. Und das wird immer so ein bisschen von denen in den Vordergrund geschoben. Ich finde es gut, dass wir Mainstream-Meinungsblogger haben, die sich um die wirklichen Probleme kümmern. Titten. Ich bin offen und ehrlich zu euch. Ich habe Angst vor Titten. Seine gesamte Reaction... Er hat doch selber welche anscheinend. War dann auch komplett voreingenommen. Und er hat for real keinen einzigen Punkt von meinem Video verstanden. Und das war eigentlich jetzt auch nicht so schwer, das zu kapieren, was ich dort sage. Denn Karl... Man kann sich auch einfach querstellen und einfach so tun, als würde man es nicht verstehen, ne?
Ist ja auch so eine Masche. Er meinte beispielsweise die ganze Zeit, man solle doch Twitch kritisieren und nicht die Creatorinnen. Und das habe ich halt auch permanent getan. Und das habe ich auch mehrfach in meinem Video gesagt. Also, es ging in meinem Video for real nur um die Kritik an Twitch. Nicht gegenüber den Streamerinnen. Denn die sind ja nur ein kleiner Teil des Problems. Nicht nur wir haben massive Probleme, weil die Schmerzen auf unserem Kanal unerträglich sind. Nein, auch Twitch in letzter Zeit wieder wirklich massivst rein. Und man kann sagen, das Content-Problem und die Inkonsequenz von Twitch ist wirklich immens groß. Ich betonte in meinem Video übrigens mehrmals, am Anfang, in der Mitte und auch zum Schluss, dass die Kritik an Twitch gerichtet ist und nicht an den Streamerinnen. Diese dienten halt bloß als Beispiele. Das hat Karl aber nicht verstanden, beziehungsweise wollte er das nicht verstehen. Ich kann mir Er hat wahrscheinlich wieder beim Chat interagiert und einfach nicht zugehört, ne? Und hat währenddessen vielleicht wieder irgendwas anderes während irgendwie beworben, ne? Mein Gott, das Video kann man auch einfach mal nebenbei laufen lassen, ne? Sonst nicht erklären, wie man das überhören kann. Und hat dann die ganze Zeit weitergefrontet, weil das ja eine Hetzjagd gegen diese Streamerinnen sei. Was ist denn eigentlich schon alles eine Hetzjagd inzwischen? Du machst ein Video, sagst halt, das finde ich nicht gut oder das gefällt mir nicht, was halt so Influencer, YouTuber, was auch immer machen oder TikToker. Was er ja auch macht, ne? So, also Leute kommentieren halt Dinge und sagen, geben halt ihren Senf dazu. Und so wie ich das jetzt gerade auch mache, irgend so ein unwichtiger Typ mit langen Haaren, der halt irgendwie, einfach auch Zeug sagt. Ja, ist das jetzt eine Hetzjagd oder was? Also selbst wenn ich jetzt irgendwie 500.000 Abonnenten hätte. Oh, Tamori hat irgendwas gesagt. Ja, vor die Hetzjagd jetzt. Ne? Nein, wir brauchen niemanden Gewalt antun oder so. Wir müssen auch nicht gleich die Karriere jedes von irgendeiner Person zerstören. Also, wird halt einfach was kritisiert, was immer gleich eine Hetzjagd ist. Also, wo fängt denn inzwischen eigentlich eine Hetzjagd an? Eine Hetzjagd ist für mich, wenn ich jemanden, keine Ahnung, mit einem Messer durch die Straße jage oder was auch immer. Das ist für mich eine Hetzjagd. Oder wenn man halt öffentlich wirklich jemanden an die Wand nagelt und der muss weg und der ist der Schlimmste von allen, aber anscheinend hat Alpha Kevin einfach nur irgendwie gesagt, ja, mein Gott, das und das finde ich nicht so gut oder problematisch oder das kritisiere ich. Hetzjagd. Hä? Ich finde es immer so geil, wie inflationär dann auch Begriffe werden. Irgendwann kannst du halt echt jeden Quatsch für alles benutzen, ne? Und dadurch werden halt dann die Begriffe auch entwertet. Und dann, ja, dann hast du eigentlich dann irgendwann Diskurse, wo überhaupt nicht mehr klar ist, über was überhaupt geredet wird. So, alles kannst du für alles benutzen. In meinen Augen hätte man da sehr viel nicere Beispiele finden können, die auch tatsächlich gerade für den deutschsprachigen Raum schwerwiegendere Konsequenzen auf Gesellschaft hat, ne? Und man hätte das vor allem auch tun können, ohne die Streamenden zu zeigen. So, meinetwegen, sprecht doch auch darüber, dass das nackte Haut gezeigt wird und dass das gegen die Regeln ist, wenn ihr das unbedingt machen wollt, aber dann macht es doch, ohne die bloßzustellen. Ich finde, das hat Hetzjagdcharakter, wenn so ein riesiger Account wie Haptic dazu aufruft, irgendeine Streamerin zu reporten. Das ist so wack. Haptic hat halt dazu aufgerufen. Experiment, alle mal bitte auf ihren Twitch-Kanal gehen, ihn wegen sexuell anzüglichen Inhalten melden. Wir schauen dann in ein paar Tagen, ob Twitch ihre eigenen Richtlinien wirklich durchsetzt. Ich würde nämlich eindeutig und ohne Diskussion täglich dagegen verstoßen. Ja gut, ich habe das nicht gesehen, aber wenn jemand dagegen verstößt, dann finde ich es auch nicht falsch, dass dagegen was gesagt wird. Es gab mal jemand, der auch gemeint hat, ja, man müsste mich mal melden, ne, weil ich ja irgendwie Bier trinke. Und ich hat gesagt, ja gut, das ist halt erlaubt. Du darfst halt trinken. Also du sollst halt nur nicht halt heute habe ich noch nichts getrunken, aber du sollst halt einfach nicht besinnungslos vom Stuhl kippen. So, das ist halt, was Twitch nicht sehen will. Aber wenn du hier 3-4 Bier trinkst, juckt das Twitch in den Koffer. Aber solche Dinge sind, glaube ich, für Twitch nicht gedacht. Hier, wenn jemand irgendwie seinen Arsch präsentiert oder irgendwelche Auf- und Abbewegungen macht, um gewisse Praktiken irgendwie zu erklären. Gut, ich persönlich gehe da auch nicht gleich hin und mache dann riesen Alarm, bin ich ehrlich. Das ist so Sachen interessieren mich nicht so sehr, aber gut. Die Frage ist halt, ob jemand mit so einem Kanal halt einfach bewusst versucht, halt auch, ja, so bis an die Grenze und darüber hinaus zu gehen, um halt, ja, Klicks zu generieren und halt, keine Ahnung, Werbung für OnlyFans oder irgendwas zu machen. Ja. Im Grunde genommen ist halt jetzt, hier hat wieder, anscheinend hat diese Haptic Down gegen nichts verstoßen, indem er das halt mal reported hat.
offen zu reporten, weil diese Frau gegen die Richtlinien verstößt. Daran ist halt nichts wack, sondern man macht auf Probleme aufmerksam, damit Twitch etwas dagegen unternimmt. Genauso wie ich auf die Problematik auf Twitch aufmerksam machte und das absolut nicht schlimm war. Da gab es wirklich jetzt nichts, was daran verkehrt ist. Also ich benenne ein Problem, was auch laut den Richtlinien ein Problem ist, und Karl kapiert es einfach nicht. Wirklich, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Aber Karl fand mein Video scheinbar auch so verkehrt, dass er auch bei meinen Worten meinte, dass es ja nur Incel-Gelaber ist. Aber noch nicht mal das wird ja getan. Das ist ja einfach nur so ein Plump. Wann fängt das schon... Okay. Bis ey, die zeigen zuhören. Arsch und das gegen die Regeln ist gehört verboten. Das ist ja so ein dummes Incel-Gelaber. Keine Ahnung. Also Karl ist langsam echt wirklich wie der König, wenn es darum geht, Begriffe falsch zu verwenden. Erst die Hetzjagd, jetzt ist es dann Inselgelaber, wenn man sowas kritisiert, dann hä? Nee, du findest halt einfach, dass bestimmte Dinge auf einer Plattform halt nichts zu suchen haben. Du sagst halt hier, das ist nicht richtig oder das ist nicht gut. Was hat das mit Inselgelaber zu tun? Ahnung, was ich dazu sagen soll. Also for real, das war bisher die schlechteste Reaction, die ich bisher gesehen habe, und das ist keine... Oh, da holen sie wieder die Superlativen raus. Übertreibung. Oftmals übertreibe ich auch, aber das ist es wirklich nicht. Ich hatte dann auch auf dieses Reaction-Video von Karl reagiert, und die Reaktion findet ihr jetzt auch auf meinem InCav-Kanal, also mein Zweitkanal, der Link dazu ist in der Beschreibung. Und glaubt mir, ihr greift euch dort an den Kopf. Er wollte mich nicht einmal verstehen, er hat von oben herab gesprochen, und zwar... Ja, das ist ja auch ein Dauerzustand. Einfach nur unangenehm, weil er wirklich... Das Ding ist, ich habe ja immer trotzdem ein bisschen Hoffnung, dass das Graf vielleicht dann doch nochmal irgendwie eine Entwicklung macht, ne? Und ich fand ja auch, er hat dieses Jahr mal hier und da mal was Richtiges gesagt, aber wenn er dann wieder, wie neulich das mit dem Wahlbetrug und der ganze Mister, du, da denkst du so, ach, was ist los mit dir? Sei doch mal echt, sei doch nicht so ein Arsch, Mann, echt. Die einfachsten Punkte... Er selber fragt sich, ne, sei doch nicht so ein Arschloch, ne, aber... Bei ihm will man dann nicht viel dazu sagen. Den ich checkte. Außerdem wollte er mich noch als Insel abstempeln, was gar keinen Sinn ergibt. Und das nur, weil... Ja, der hat doch eine Freundin, glaube ich, da, Frau Kevin. ...ich Twitch im Zusammenhang mit Frauen kritisiert habe. Außerdem hat er sich auch noch komplett widersprochen, weshalb seine Reaction gar keinen Sinn ergab. Das Ganze findet ihr, wie gesagt, auf meinem Zweitkanal. Dort seht ihr nochmal, wie los das Ganze eigentlich war. Oh, also Mann. Auch das hätte tatsächlich wieder ein eigenes Video verdient, weil das massivst komisch war. Nicht wegen Beleidigungen und so, sondern weil er mir den Vorwurf machte, über solche banalen Probleme zu sprechen. Es gibt ja schließlich auch rechtsextremes Gedankengut auf Twitch, und das sollte man doch eher mal behandeln. Oh, wie konnte wieder mit seinem Dagegen-Scheiß. Ja, finden wir alle scheiße. So, also jeder, der halbwegs vernünftig und demokratisch steckt, hat ein Problem mit Rechtsextremismus. Ne? Also wir betonen jetzt Rechtsextremismus. Ja, wir müssen halt ein paar konservative Demokraten aushalten. Dazu zähle ich jetzt auch wirklich nur noch einen kleinen Teil der AfD. Die akzeptieren auf jeden Fall trotz allem auch die ganzen anderen Spinner. Und ja, aber immer diese ständig, weisen wir auf Rechtsextreme hin, weisen wir auf Rechtsextreme hin. Macht doch mal ein bisschen Werbung für, keine Ahnung, soziallinke Politik oder sonst was. Oder sag doch mal, wofür du bist. Immer dieses reine dagegen, 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 dagegen. Ja, versuch doch mal irgendwas mal ins Positive zu lenken. Zu sagen, hier, wenn wir das und das machen, dann gewinnen wir vielleicht wieder auch Anhänger und Wähler und können vielleicht irgendwie eine linke Bewegung damit auch ein bisschen anfachen oder so. Zumindest mal so ein bisschen positiv denken und nicht permanent nur sagen, die müssen weg und die gefallen uns nicht und die... Reagier doch nicht auf meine Videos, wenn du weißt, dass da nur banale Kritik kommt. Also du hast ja anhand meines Titels erkannt, dass das Problem, welches ich anspreche, für dich absolut banal ist. Warum reagierst du dann darauf? Mach doch einfach eigenen Content, erstelle eigene Videos dazu und kritisiere die wahren Probleme im Leben und sag dann... Ja, eben. Nicht irgendwelchen YouTubern, die sich um irgendeine Scheiße kümmern, dass die sich um Scheiße kümmern. Das wollte ich gerade sagen, wenn ich solche Videos reacte, jetzt wie gerade hier Alpha Kevin, weil ich ihn einfach, ich finde ihn halt ganz in Ordnung, ne? Und dann beklage ich mich nicht über den Content Creator, weil sonst, ich kann doch die Schnauze halten, die Schnauze hauen, mir selber auf die Schnauze hauen. Ich kann doch die Schnauze halten, wenn ich Content von anderen nutze und dann darüber rede und dadurch dann Unterhaltung machen, währenddessen, also ich meine, bei Karl, der wird ja währenddessen, während die Reaction macht, ein paar Einnahmen generieren, wenn er das Video laufen lässt, ein paar Kommentare zu macht. Ich meine, er wird nicht von Alpha Kevin abhängig sein, aber das finde ich immer ein bisschen kacke, so, dann guck das Video halt nicht an oder brech's ab. Aber
entweder habe ich was inhaltlich zu kritisieren und sage, das und das stimme ich halt nicht zu und so, aber dieses, ja, es ist ja unnötig, was der macht und so, ja, dann guck, dann kannst du es gleich bleiben lassen. Dann guckst du dir nicht an, wenn das alles so unnötig ist, dann lass es halt an. Dann guck dir andere Videos an, die du anscheinend für nötig hältst. Ich würde nämlich der Content-Welt auch deutlich mehr helfen, dass nur als... Es ist Unterhaltung, nichts anderes und ich mache das auch in irgendeiner Form. Kleinen Punkt an der Stelle. Ich verstehe allerdings nicht, warum er momentan so voreingenommen in eine Reaction zu mir reingeht, weil... Ja, weil du... Ich weiß warum, weil Alpha Kevin hin und wieder eben auch mal ein paar kritische Worte über, sag ich mal... Es ist immer wieder ein schwieriges Thema. Ich spreche es ja nicht gern aus, aber Teile dieser Woke oder Pseudo-Woke-Bubble, wie auch immer, weil er da halt ein paar Kommentare auch mal dazu raushaut und halt auch mal sagt, hier, da habt ihr Knall oder was auch immer oder ihr spinnt langsam. Und das reicht halt schon, ne? Wenn man halt versucht, das Ganze auch mal auch von der anderen Seite zu sehen und halt einfach Kevin, also alles, was ich bisher gehört habe, würde ich ganz klar sagen, das ist eigentlich ein Linker auch. Der ist vielleicht schon irgendwie, ist nicht der typische Altlinke so, ne, was sich viele da auch oft versprechen oder erhoffen. Aber er ist schon einer, der glaube ich, sozial denkt und auch, ja, internationalistisch und so auch. Also auf jeden Fall ein Linker, aber er hat halt auch mal Kritik an irgendwelchen Entwicklungen heutzutage in der Gesellschaft. Und von daher, ja, das... Aber das reicht halt schon manchmal, ne? Da musst du nur einmal, bist halt wie ein Nestbeschmutzer, ne? Hat übrigens wieder so ein bisschen so einen rechten Touch, ne? So. Du hast hier unser, du kritisierst hier unser Lager, das geht doch gar nicht, ne? Wir wollen zwar Grabenkampf, aber nicht diesen Grabenkampf. What the fuck, ich dachte eigentlich, dass alles in Ordnung sei oder so. Und ja, liebe Leute, man kann auch mal Frauen kritisieren. Laut Karl aber scheinbar nicht, denn wenn man... Doch, kann man, natürlich kann man, das muss man sogar. Frauen sind ein Teil unserer Gesellschaft und sie sollen als das wahrgenommen werden, was sie sind, in Individuen mit einem anderen Geschlecht. Und wenn Frauen, egal welche Frau etwas Tolles und Richtiges sagt oder tut, dann kriegt sie dafür Lob, von mir genauso und von jedem anderen, der ein Hirn hat. Und wenn eine Frau Blödsinn erzählt, dann kriegt sie dafür wahrscheinlich Kritik. Und jetzt will ich nichts davon hören, von alte Hierarchie, hierarchische Strukturen von Mann, Frau, so und so. Wir können leider nicht die Ungerechtigkeiten der Vergangenheit jetzt wie 1000 Jahre irgendwie ausgleichen. Das wird nicht gehen. So, wir haben halt jetzt versucht, irgendwie die Gleichberechtigung hinzubekommen. Kann sein, dass im Einzelfall oder in manchen Fällen immer noch nicht so richtig eingetreten ist. Das ist ein Thema, das diskutiert werden muss und wo ich mir auch eine Veränderung erwarte und wünsche. Aber dennoch, also wenn eine Frau selber ernst genommen werden will und das für sich auch einfordert, also wie soll man sagen, ich will ja eine Frau wie ein Individuum behandeln wie jedes andere auch halt. Egal, ob jemand männlich, homosexuell ist oder sonst wie, ja, kriegt er halt, ist ja trotzdem noch ein Mensch irgendwie halt. Mit einer Meinung, mit einer Haltung, mit einer Lebensgeschichte. So, und wenn halt jemand irgendwie Blödsinn erzählt, dann kriegt er halt Kritik. Weil er halt auch ein Individuum unter vielen ist. Vielleicht mit irgendeiner Auffälligkeit dabei, aber wenn wir den Normalisierungsprozess haben wollen, müssen wir anfangen, auch damit normal umzugehen. So einfach. Wenn man Frauen kritisiert, dann ist man scheinbar entweder ein Frauenhasser oder man ist ein Insel. Und in seiner vollkommen bekloppt Reaction entstand auch der Eindruck, dass Karl wirklich etwas gegen Männer hat. Ich check das nicht, Bro. Warum? Wie gesagt, vielleicht mache ich irgendwann noch ein Video dazu. Ja. Allerdings ist das Thema so lang und so anstrengend, dass ich mir das wirklich zweimal überlegen sollte. Und vor allem sitze ich dann wirklich sehr, sehr viele Stunden dran. Jetzt gibt's aber noch eine Aktion in eigener Sache. Und zwar gibt es jetzt in meinem Merch-Shop... Aha, was gibt's jetzt noch? ...auf Lolingo eine 1+1 Aktion. Und zwar bekommt ihr bei jedem Einkauf ein gratis Produkt dazu. Das heißt, wenn ihr euch diesen Hoodie kaufen wollt, bekommt ihr noch gratis ein T-Shirt dazu. Und was kostet der? Das Ganze geht noch bis Montag, also es lohnt sich extrem, wenn ihr ohnehin mein Merch haben wolltet. Ich finde ihn ganz okay, ne? Aber Merch brauche ich jetzt noch nicht. Der Link zu meinem Merchandise ist auch in der Beschreibung, checkt das unbedingt mal ab, würde mich sehr, sehr freuen. Und damit bedanke ich mich. Wenn ich Geld zum Kacken habe, ne, und einen Sack hier, ich könnte mir noch welche Merch kaufen, dann mache ich das vielleicht sogar, aber
Ich mich fürs Zuschauen. Also bei Geschichtsfenster würde ich mal was kaufen. Wenn euch aber solche News und aktuellen Themen gefallen, dann lasst super gerne ein Like und ein Abo da. Das wäre mir eine absolute Freude. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen. Euer Alpha Kevin und ciao. Ja, ciao. Ciao. Ja, gutes Video, fand ich. Wie immer. Guck ihn gerne.